Hallo Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Hi, grüß dich. Sehr gerne. Freue mich auch hier zu sein. Ja, sehr cool. Daniel, du bist bei ESA Aerospace. Was genau machst du dort für all die Leute, die dich vielleicht nicht kennen? Bin einer der Gründer und CEO bei ESA Aerospace, Full-Time-Firefighter. Das heißt, ich kümmere mich um letztlich alle die Probleme, die irgendwo zu niemandem eigentlich passen bei ESA Aerospace oder letztlich auch die sehr, sehr großen Themen, die bei uns immer aufkommen. Bin auch gleichzeitig natürlich dafür verantwortlich, dass wir quasi unsere Long-Term-Strategie planen, unsere Produktstrategie und natürlich auch immer darauf schauen, dass wir in unserer aktuellen Entwicklung unserer Spektrumträgerrakete auch in Time sind. Das heißt, da natürlich auch sehr viel Austausch in dem Zuge mit Kunden und so weiter. Das heißt wirklich von A bis Z ist da so ziemlich alles mit dabei. Also ich habe rausgehört, ihr baut Raketen. Also und jeder, der vermutlich mal sich mit Raketen beschäftigt hat, hat mal von Elon Musk gehört und er hat mal gesagt, starting a company is like eating glass and looking into the abyss. Also seid ihr verrückt geworden oder ist euch langweilig gewesen oder warum habt ihr euch entschlossen, eine Rakete zu bauen? Warum ist das wichtig? Was ist eure Philosophie? Warum macht ihr das alles? Ich glaube, da ist die Beschreibung von Elon Musk tatsächlich gar nicht so schlecht. Als wir 2018 angefangen haben, damals als Spin-off von der TU München, da haben wir quasi Höhenforschung und Raketentriebwerke entwickelt. Und dann kamen die ersten Unternehmen auf uns zu, die eben wissen wollten, ob sie Raketentriebwerke von uns kaufen können. Und wir haben uns gegenseitig angeschaut, haben wir gedacht, die sind ja genauso wahnsinnig. Warum wollen wir Raketentriebwerke zukaufen? Und haben das nicht so ganz verstanden, weil das Raketentriebwerk letztlich auch das Core-Element von so einer Trägerrakete ist. Und wir gesagt haben, das müssten die Raketenfirmen ja eigentlich in-house machen und selbst machen. Dann haben wir angefangen, mit diesen Unternehmen zu sprechen, sind dann quasi draufgekommen, dass wir eigentlich eine ganz andere Vorstellung haben, wie eigentlich in Zukunft Raketen gebaut werden können und auch sollten. Und haben uns dazu entschlossen, quasi selbst ESA Aerospace zu gründen, mit dem Ziel, auch automatisiert Trägerraketen zu bauen. Das Ganze zusätzlich auch noch vollständig in-house, dass wir da keine Abhängigkeiten haben, hauptsächlich politisch, was wir jetzt natürlich im Nachhinein sehen, was eine gute Entscheidung war. Aber auch da wiederum im Nachhinein ist man immer schlauer. Damals haben sie uns schon auch die ersten Investoren angesehen und gefragt: Jungs, was habt ihr eigentlich geraucht? Ja, und so ganz normal ist es dann doch nicht, den Raketenfirma zu starten. Ja, absolut. Zu den Punkten Automatisierung kommen wir gleich noch einmal, weil da habe ich mir ein paar fiese Fragen überlegt. Und ich möchte aber vorher noch zur Wettbewerbsfähigkeit eurer Rakete kommen. Wie plant ihr das? Ich hab gesehen, ihr startet für circa 10 Millionen Euro eine Tonne. Das macht dann nach Adam Riese etwa 10.000 Euro pro Kilogramm. Und im Endeffekt ist das so der Kilopreis ist das, was im Endeffekt zählt. Und wenn man bedenkt, dass die Elektron 30.000 kostet, aber die RFA schon mit 2.300 Euro startet pro Kilogramm, was macht euch kompetitiv? Also erstens, Preis ist ein Element letztlich von ganz vielen. Das zweite ist, ich glaube, die Preise dann von allen denen Unternehmen, die erfolgreich gestartet sind, dann weiß man nämlich, was die tatsächlichen Kosten sind. Ich kann mir selber natürlich auch genauso einen sehr, sehr ambitionierten Preis setzen und auch Verträge mit Kunden da unterschreiben. Aber ich glaube, es kommt dann letztlich darauf an, was kann man wirklich zeigen, welchen Preis man erreichen kann. Und den Ansatz, den wir da letztlich nehmen, ist eine stark automatisierte Produktion, dass wir wirklich die Kosten enorm runterkriegen. Und wir Stand heute wissen auch schon, dass wir diesen Preis auch erreichen können. In Zukunft kann man immer noch runtergehen. Die Kunden sind dann nicht so happy, wenn man aber mit dem Preis in die andere Richtung geht, nämlich nach oben. Hat übrigens gerade auch die amerikanische Industrie gezeigt, sind gerade nochmal 20% im Preis hochgegangen. Und da merkt man dann schon relativ schnell, Preis ist trotzdem nur ein Element. Das zweite sehr, sehr große Element ist Flexibilität. Das heißt, welche Satelliten kann ich in welche Umlaufbahn bringen? Und auch hier zum Beispiel kann man zu einem gewissen Grad sicherlich uns auch mit den größeren Trägerraketen, Transporter-Missionen von SpaceX und so weiter vergleichen, die aber auch nur in einen sehr, sehr standardisierten Orbit fliegen, am meisten so einen 500 Kilometer sonnensynchronen Orbit. Wenn ich jetzt aber als Satellitenhersteller eine Satellitenkonstellation baue, in der ich quasi meinen eigenen spezifischen Orbit anfliegen muss, dann bringt es mir herzlich wenig, wenn ich quasi in einen anderen Orbit transportiert werde. Das heißt, Flexibilität ist da genauso wichtig wie Zeit.
wie lange dauert es oder wie schnell quasi kann ein Launch Service Provider die Rakete quasi zur Verfügung stellen? Muss ich da erstmal 4 Jahre lang warten und wird die Rakete erst produziert, wenn ich einen Vertrag unterschreibe? Oder liegt die quasi schon eigentlich fertig produziert im Lager und kann innerhalb von 1, 2, 3 Wochen gestartet werden? Ja, das sind alles Themen, die natürlich on top kommen auf die reine Preisthematik. Sicherlich ist am Ende aber auch Preis einer der wichtigsten Elemente. Ja, und weil wir gerade beim Geld sind, ihr habt eine Presseaussendung rausgeschickt, wo ihr wieder 155 Millionen Euro eingesammelt habt, was euch zu dem Unternehmen macht, das ein Space-Unternehmen macht in Europa, das am meisten Kohle eingesammelt hat. Wie habt ihr das gemacht und wie ist das, was ist der Einfluss der Investoren auf euch? Weil von außen hat man immer so ein bisschen das Gefühl, jetzt nicht spezifisch von euch, sondern generell, wenn die Großindustrie einsteigt, dann wird alles immer ein bisschen langsamer und ein bisschen träger. Und wie habt ihr das gehandhabt oder wie macht ihr das und was hat das mit diesen 155 Millionen auf sich? Also ich glaube, wir haben selber einfach sehr, sehr stark unsere Vision letztlich auch ausgemalt, wo wir hin wollen mit dieser Aerospace von Anfang an. Wir haben uns da auch nicht von Investoren in eine Richtung drücken lassen. So mal als kleines Beispiel. Ganz am Anfang sind die ersten Investoren gekommen und haben gesagt, ja, man wollte nicht eine suborbitale Rakete bauen, so als ersten quasi Demonstrator, um mal eben Meilensteine zu haben, um dann künftig quasi das wiederum als Meilenstein zu nutzen für die nächsten Finanzierungsrunden. Und da haben wir gesagt, das wollen wir spezifisch nicht machen, weil es uns einfach nicht näher an den orbitalen Launch bringt, sondern das wäre rein eine Ablenkung gewesen. Und auch da haben wir uns dann natürlich auch für die richtigen Investoren entschieden. Das heißt, das geht ja nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere. Wir können uns als Unternehmen genauso aussuchen, mit welchen Investoren wir sprechen und mit welchen nicht. Haben uns dann da auch über die Zeit letztlich ein Konsortium an Investoren und Gesellschaften ausgebaut, die eine sehr, sehr ähnliche Vorstellung von der Raumfahrtindustrie haben, auch wie wir letztlich ans Ziel kommen. Es ist auch zum Beispiel nicht straightforward, dass man gleich eine ganze Industrialisierung mitdenkt, sogar auch vor dem ersten Start. Ja. Wir sehen uns da aber auch jetzt nicht, dass ich nenne das gerne One-Trick-Pony. Das heißt, wir können einmal in Orbit kommen und das war's dann. Und dann schaut man mal links und rechts, was passiert danach eigentlich. Sondern wir denken quasi die gesamte Industrialisierung mit. Und das ist für uns aus mehrerer quasi Hinsicht sehr, sehr wichtig. Das eine ist, wir wissen, dass wir unseren Preis erreichen können, weil wir schon heute schon so viele Komponenten produziert haben, sei es Raketentriebwerke, sei es Elektronikkomponenten und sonstiges, dass wir schon wissen, wir können unseren Zielpreis erreichen. Auf der anderen Seite sind die letzten, ich würde mal sagen, 2 bis 3 Jahre die Ambitionen der Satellitenkonstellationen enorm gewachsen. Das heißt, vor 3, 4 Jahren waren die größten Konstellationen, ich sage es mal ausgenommen von 1, 2 Ausreißern, in der Größenordnung ein paar 100 Satelliten. Mittlerweile gibt es enorm viele Konstellationen, die in die Tausende Satelliten gehen. Und auch da ist natürlich wiederum eine Frage auf Satellitenherstellerseite oder Konstellationsseite. Kaufe ich meine Startservices bei einem Unternehmen ein, was mir langfristig vielleicht 5 oder 10 Starts pro Jahr bieten kann, oder setze ich jetzt schon auf die Pferde, die mir dann auch mal 20, 30 oder 40 Raketenstarts pro Jahr geben kann? Und das ist letztlich eines der Elemente, die wir quasi von Anfang an einfach mitgedacht haben. Insofern haben wir quasi auf unsere, sag ich mal, Vision und Mission uns genau auch die richtigen Partner mit zur Seite geholt. Du hast jetzt auch schon ganz kurz Corporates angesprochen. Wir versuchen natürlich intern so stark ein Startup zu bleiben, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, so flache Hierarchien, wie es nur irgendwie möglich ist. Gleichzeitig merkt man natürlich, wenn man auch größer wird, wenn das Team größer wird, braucht es gewisse Prozesse, braucht es gewisse Strukturen, gewisse Tools, die man in einer 20-köpfigen Firma quasi nicht braucht, die man dann aber mit einer Firma mit 300 Mitarbeitern sehr wohl braucht. Wir haben uns da jetzt zum Beispiel auch Investoren mit ins Boot geholt, wie die Porsche SE zum Beispiel. Also quasi die Holdinggesellschaft von der Porsche und Piëch-Familie, die natürlich auch letztlich uns wiederum Zugang verschaffen können zu den gesamten Automobilfertigungstechnologien. Das heißt, auch von unserer Seite, wie gesagt, ist das so ein bisschen ein Cherry-Picking. Wer sind die richtigen Investoren für uns, damit wir unsere Mission am besten erfüllen können? Das geht nicht immer nur in die andere Richtung. Mhm.
Ich wollte jetzt nicht zu den Produktionen kommen, aber weil du es gerade angesprochen hast, in der letzten Presseaussendung steht ja auch, mit der letzten Finanzierungsrunde habt ihr ja einige Vertreter der Investoren in euer Board bekommen, also in euer Management bekommen. Bedeutet das, dass sie jetzt mehr Einfluss haben auf die gesamte Firma? Weil das haben wir jetzt kurz vorhin angesprochen. Oder ist das jetzt eher nur ein Beirat, ein passiver, damit die einfach wissen, was ihr macht? Genau. Also das ist so ein Beirat, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Wir haben den auch tatsächlich seit unserer ersten Finanzierungsrunde 2018 bereits. Jetzt mit natürlich einem größeren Commitment, mit einer größeren auch finanziellen Unterstützung und prozentualem größeren Shareholding sind jetzt da natürlich auch neue Investoren, wie beispielsweise Porsche, jetzt quasi sozusagen in dieses Advisory Board mit aufgerückt. Wie gesagt, immer natürlich auch mit unserer Zustimmung. Wir am Ende des Tages leiten quasi als Gründer auch die Firma day in, day out. Das heißt, das komplette Management letztlich der Firma läuft über uns. Und wir haben dann quartalsweise unsere Board Meetings auch mit unseren Investoren, um einfach sicherzustellen, dass wir on track sind einerseits und auf der anderen Seite auch natürlich, um diese langfristigen strategischen Fragen zu beantworten. Da ist natürlich immer gut, quasi nicht nur als Management involviert zu sein, sondern eben auch auf Gesellschafterseite. Und das decken wir natürlich über so einen Beirat ab. Ich muss jetzt noch einmal bei diesen 155 Millionen bleiben oder diese 310 Millionen. Was bedeutet das jetzt für eure Gesamtunternehmensbewertung? Mit wie viel seid ihr jetzt bewertet, wenn das öffentlich möglich ist? Die Bewertung von ESA Aerospace ist nicht öffentlich verfügbar. Die 310 Millionen Euro, die wir jetzt aber mittlerweile insgesamt geraced haben, das heißt jetzt nochmal 155 auf die ersten 155 on top, bereiten uns quasi oder geben uns genug Ressourcen, dass wir Richtung Erststart kommen, dass wir auch mehr als nur einen Raketenstart durchhalten. Auch da wiederum, glaube ich, sind wir natürlich immer mit einem Blick auch auf den Rest der Industrie zu finden. Das heißt, in den letzten Wochen, Monaten haben wir gesehen, gerade dass viele Erstraketenstarts natürlich nicht funktionieren. Das ist auch etwas, worauf wir uns natürlich intern vorbereiten. Ich glaube, es gibt eine realistische Chance, dass wir auch gleich mit dem Erststart in den Orbit kommen. Realistisch ist es nachher aber, ich sage mal, mit dem zweiten oder dritten Start. Und da ist natürlich auch die Frage, wie schnell kann man von dem ersten Start zum zweiten kommen? Wie schnell kommt man von dem zweiten zu dem dritten Start? Und da hilft es uns jetzt natürlich, dass wir quasi mit genug Kapital ausgestattet sind, dass wir auch mehrere Raketenstarts hinbekommen als nur den allerersten. Das sieht, glaube ich, auf jeden Fall, ja. So, und jetzt zu eurer Produktion. Im Gegensatz zur RFA setzt ihr ja stark auf vertikale Integration. Bedeutet, dass ihr so viel wie möglich selbst produzieren wollt, wie auch SpaceX's Philosophie sich entfaltet hat sozusagen. Ich habe gelesen, ihr seid bei 80% vertikale Integration, das heißt 80% eurer Komponenten stellt ihr selber her. Und beziehungsweise ist das noch aktuell und wie weit seid ihr jetzt damit? Ja, also ich würde wahrscheinlich tippen, dass wir mittlerweile wahrscheinlich eher so bei 90, vielleicht sogar leicht über 90% sind. Das heißt, wir haben uns jetzt gerade auch in den letzten Wochen und Monaten quasi die, sagen wir mal, letzten strategischen Themen auch in-house geholt. Der größte Hintergrund, warum wir vertikal integriert sind, ist der, dass wir keine Abhängigkeiten haben möchten von extern. Wir haben leider über die letzten 4-5 Jahre gemerkt, dass es auch enorm viel Aufwand ist, letztlich ein großes Zuliefernetzwerk zu managen. Und da kann ich mir überlegen, stelle ich lieber Supply Chain Manager ein oder stelle ich lieber die Ingenieure ein und Ingenieurinnen, die quasi letztlich genau dieses Know-how und IP selbst generieren. Und da haben wir uns für Letzteres entschieden, eben um auch keine politische zum Beispiel Abhängigkeit zu haben. Das heißt, auch unsere komplette Supply Chain ist letztlich europäisch. Das heißt, wir haben kein ITAR, das heißt kein US-Exportkontrollrecht, was unsere auf unsere Trägerraketen anwendbar ist. Das gilt nicht für natürlich die gesamten amerikanischen Unternehmen. Auch die ein oder andere europäische Rakete hat ITAR-Restricted-Komponenten mit drinnen, was wiederum die ganzen Operations nicht so einfach macht. Und
Wir haben gemerkt auch, wir können in-house enorm viel schneller sein als ein Zulieferer. Bei einem Zulieferer weiß man natürlich oft auch, da gibt es noch andere Firmen, die natürlich bedient werden in deren Kundenspektrum. Und für uns ist es quasi in der internen Fertigung relativ einfach. Wir sind der einzige Kunde und wie der meiste Kunde ist König oder Königin und entsprechend quasi können wir da einfach enorm schnell von einer Idee in die Fertigung zum ersten Prototypen gehen. Das heißt, idealerweise geht das bei uns innerhalb von ein paar Stunden, dass wir von einer Idee bis zum ersten Prototypen kommen und versuchen das jetzt letztlich sogar auf der gesamten Launch-Vehicle-Ebene zu machen. Das heißt, dass wir von diesem gesamten, ich sag mal, Entwicklungszyklus von ich designe eine Komponente zu ich produziere die Komponente, ich teste sie, ich analysiere diese Testdaten, mache basierend auf diesen Testdaten ein Redesign und schicke es wiederum in die Fertigung. Diesen gesamten Zyklus innerhalb von maximal 4 Wochen für jede einzelne Komponente, die bei uns auf die komplette Rakete geht. Heißt natürlich auch, das ist, was ich vorher schon angesprochen habe, genauso ein Element, wo wir hinarbeiten, dass wir aus dem ersten Testflug unserer Spektrum-Rakete möglichst schnell in den zweiten Flug kommen. Und wir werden zwingendermaßen wahrscheinlich die ein oder andere Komponente redesignen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, kann man das innerhalb von 3-4 Wochen machen? Oder brauche ich dafür 3, 4, 5 oder 6 Monate? Oder im Zweifelsfall noch viel länger? Und das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, diese Inhouse-Fertigung macht uns da enorm schnell. Zeit ist auch gleichzeitig immer Geld. Das heißt, es kostet natürlich ein bisschen Geld vorab. Wir können aber da deutlich schneller, deutlich kostengünstiger produzieren. Kleines Beispiel, wir sind jetzt auch Stand heute an einem Punkt, wo wir ungefähr ein Raketentriebwerk pro Woche fertigen. Wenn ich das mal mit dem Rest der europäischen Raumfahrtindustrie vergleiche, dann ist das Größenordnung 10-mal so viel, wie Gesamteuropa ansonsten zusammen produziert. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, wie wir unsere Preise enorm runterdrücken können, weil das quasi ja schon wie eine Kleinserienfertigung ist. Das ist echt beachtlich. Ein Triebwerk pro Woche, andere produzieren ein Triebwerk im Jahr. Deswegen Respekt. Und Stichwort eben schnelle Iteration. Das hat SpaceX in meinen Augen ja auch mega erfolgreich gemacht, dass sie viel in-house integriert haben, um weiter schnell iterieren zu können. So, es ist ja auch kein Zufall, dass auch vorherige SpaceX Vice Presidents bei ESA Aerospace mit investiert sind. Ja, genau. Das ist doch Bülent Altang, oder? Genau. Ja. Bülent war einer unserer Seed-Investoren, hat dann auch in den Folgerunden immer mit investiert. Ist jetzt quasi auch nach knapp 15 Jahren SpaceX, letztlich auch als Venture Capital Investor bei Alpine Space Ventures unterwegs und ist für uns natürlich ein super Go-To-Guy. Jemand, der wirklich SpaceX from the ground up quasi mit aufgebaut hat, als einer der ersten Mitarbeiter. Weil wir gerade bei SpaceX sind, kurze Frage, die nicht geplant war. Du bist als der Elon Europas bekannt. Was hast du dem hinzuzufügen? Du bist irgendwie bekannt als der Elon Musk Europas. Ich glaube, am Ende des Tages versuchen viele Leute quasi den Erfolg von SpaceX oder letztlich auch von Tesla quasi auf eine Einzelperson zurückzuführen. Was man dann oft mal nicht mitbekommt, ist, dass SpaceX mittlerweile auch 10.000 Mitarbeiter hat. Ja, und das ist schon eine ordentliche Anzahl. Insofern, ich hab die Ehre quasi, einem Team voranzustehen, das enorm fleißig die letzten 4, 5 Jahre wirklich eine Raketenschmiede quasi aus dem Boden heraus gestampft hat. Und wir heute an einem Punkt sind, wie gesagt, wo wir quasi alle Raketenbauteile in-house designen, in-house produzieren, in-house testen und dann hoffentlich auch in der zweiten Jahreshälfte in 2023 dann das erste Mal starten sehen. Elon ist sicherlich auch für uns eine Inspiration gewesen, ganz am Anfang, einfach nur um zu zeigen, dass es machbar ist. Das ist genauso eine Rolle, die ich wiederum versuche einzunehmen, auch für viele andere Founder oder generell faszinierte Ingenieurinnen, Ingenieure in der Raumfahrtindustrie, einfach mal zu zeigen, dass es möglich ist. Und wenn man es quasi von dieser Seite sieht, ist das gerne eine Rolle, die ich quasi übernehmen möchte, weil ich bin der Meinung, dass wir in Europa unglaubliches Engineering-Talent haben. Das war auch einer unserer Ansporne, 2018 ESA Aerospace zu starten. Wir haben uns gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass das gesamte Know-how in Europa vorhanden ist und eigentlich kein Mensch was damit macht?
Und das hat uns aufgeregt. Da haben wir gesagt, das kann ja nicht sein, dass quasi Technologien in Europa erfunden werden, in den USA oder in China kommerzialisiert werden. Das müssen wir besser machen. Und ja, dann ist Easy Aerospace entstanden. Ja, stark, stark. Danke, dass ihr das macht, weil Brain Drain ist ein riesen europäisches Problem. Danke, dass ihr euch dem Problem angenommen habt. Und schön, dass ihr, dass du so ein bescheidener, cooler Typ bist. Kurz zurück zur Rakete. Was hat das mit dem Propan auf sich? Ist das das, was im Feuerzeug drin ist? Oder ist das ein bisschen gepimpt, das Propan? Oder was hat das damit auf sich? Fast, fast. Also das Propan, was du im Baumarkt kriegst, quasi für deinen Barbecue-Grill auf dem Garten, im Garten, das ist... Ja, ich sag mal, die Hälfte Propan, die andere Hälfte Dreck. Und da sind wir natürlich schon ein bisschen sauberer unterwegs. Wir fliegen aber mit etwas, das sehr nah an dem dran ist, was du bei dir zu Hause in deinem eigenen Kühlschrank hast. Da ist nämlich auch hochreines Propan drinnen, R290. Quasi einfach ein sehr, sehr sauberes Propan. Und das kombinieren wir eben mit Flüssig-Sauerstoff, um damit eine extrem saubere und auch gleichzeitig extrem performante Trägerrakete zu haben. Wir haben uns natürlich genauso am Anfang angeschaut, und das ist der schöne Vorteil, wenn man eine Rakete from scratch entwickelt. Man kann jede Designentscheidung selber treffen. Und nachdem wir eben auch unser Triebwerk vollständig in-house entwickelt haben, haben wir gesagt, warum nicht mal schauen, was eigentlich die besten Treibstoffe sind. Haben uns umgeschaut, die Feststofftreibstoffe sind einerseits zu wenig performant, andererseits kann man sie nicht wiederverwendbar machen und drittens sind sie so ziemlich das Schlimmste, was man unserer Umwelt antun kann. Am Ende des Tages ist er quasi Reifengummi mit Aluminiumpulver gemischt und das wollen wir besser nicht in der Atmosphäre verteilen. Dann haben wir die Hybridraketen. Wir haben selber Hybridraketen vorher an der TU München auch entwickelt in der Größenordnung 10 kN. Auch hier wiederum sagen manche, man kombiniert die Vorteile von Feststoff- und Flüssigtriebwerken. Wir haben aber auch selber gelernt und unsere Erfahrung daran gesammelt, dass man natürlich genauso auch die Nachteile jeweils dieser beiden miteinander verknüpft. Das heißt auch hier, Performance ist einer der großen Themen, die Tatsache der Wiederzündbarkeit ist ein anderes Thema, die Tatsache auch der Skalierbarkeit am Ende des Tages. Und dann letztlich haben wir uns die Flüssigtriebwerke angeschaut und die Treibstoffe über quasi das gesamte Board. Wasserstoff ist natürlich schön performant, gerade auch in den Oberstufen, hat aber auf der anderen Seite wiederum eine extrem geringe Dichte. Das heißt, die Rakete wird enorm groß und da kommen dann quasi so, ich sag mal, nicht so straightforward Themen mit ins Spiel, wie zum Beispiel, kann ich die Rakete noch auf einer Straße transportieren oder nicht? Oder wird quasi der Durchmesser so groß oder die Länge so lang, dass ich dann wieder Spezialtransporte brauche? Da kommt dann wieder quasi so ein Step-Change in den Kosten mit dazu und dann wird das Ganze wiederum teurer. Gleichzeitig ist Wasserstoff natürlich enorm kalt, ja, bei minus 253 Grad Celsius. Das heißt, auch hier wiederum sind die Anforderungen, Ventile an die Tanks, einfach nochmal eine Spur größer als bei den Kohlenwasserstoffen. Und wenn man sich dann die Kohlenwasserstoffe anschaut, dann sieht man auch RP-1, also Rocket Propellant 1, wird zumindest Stand heute jetzt ausschließlich in Russland bzw. in den USA produziert und auch aktiv verwendet. Hier haben wir auch gesagt, quasi wir wollen uns da jetzt nicht in eine Abhängigkeit wiederum politisch begeben und haben uns dann nach leichten Kohlenwasserstoffen umgesehen. Und da sind wir dann letztlich natürlich genauso auf Methan und Propan gestoßen, die quasi dann bei uns auch im finalen Rennen waren. Wir haben uns dann für Propan entschieden, weil wir quasi das Propan, ich sage mal, ein bisschen spezieller verwenden als vielleicht der eine oder andere, der auch die Rakete mit Propan verwendet. Wir kühlen das nämlich komplett runter bis auf Flüssig-Sauerstoff-Temperatur und haben damit auch die doppelte Dichte im Vergleich zum Methan bei derselben Performance. Das heißt, selbe Performance, aber unsere Strukturen, unsere Tanks der Treibstoffe hat nur die Hälfte der Größe und somit sind wir quasi auf Launch-Vehicle-Ebene sozusagen dann doch nochmal performanter als zum Beispiel eine Methanrakete. Stark. Interessant. Das ist echt coole Herangehensweise. Aber ihr seid ja nicht die Einzigen, die jetzt sich gedacht haben, wir bauen jetzt eine Rakete. Ihr habt ja große Kunden, also eine große Konkurrenz, sage ich jetzt mal, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa kommen ja ganz, ganz viele Unternehmen hervor, die Raketen starten wollen.
wie läuft das mit der Kommerzialisierung? Ich habe gesehen, in der Pressemitteilung steht, ihr habt volle Auftragsbücher. Wie schaut das aus? Wie viele Aufträge habt ihr schon? Wer sind die Kunden, wenn du mir das sagen kannst? Wie viele wie ist der Anteil der institutionellen Kunden? Wie ist der Anteil der privaten Kunden aus der Wirtschaft? Das war wahrscheinlich auch für mich persönlich, glaube ich, eine der spannendsten Themen, als wir Easy Aerospace gestartet haben. Und du dir mal anfängst, Gedanken zu machen, wie verkaufe ich eigentlich Raketenstartservices? Ja? Und so fängst du dann an, natürlich quasi genau da reinzurutschen. Fängst natürlich auch mit den, ich sag mal, bekannten Unternehmen an. Das heißt, für uns waren das Unternehmen, die wir aus unserem Umfeld kannten, die zum Beispiel ähnlich wie Easy Aerospace auch aus der studentischen Forschungsgruppe war, an der TU München herausgekommen ist. Das ist Aurora Tech, die quasi eine Kleinsatellitenkonstellation waren, um Waldbrände global zu erkennen. Und das sind quasi so die ersten Unternehmen, mit denen wir natürlich gesprochen haben. Und wenn man sich dann quasi das Ganze global ansieht, dann sieht man da relativ schnell auch, wer die großen Player sind und wer auch die Unternehmen sind, die großen Aufträge aufgeben. In der Vergangenheit waren das sehr stark natürlich die großen Firmen wie Airbus, Boeing, Thales, OHB und Co. Mehr und mehr sind das aber auch immer wieder andere Firmen. Und man sieht das jetzt natürlich, wie viele andere Industrien quasi in die Raumfahrt sozusagen reinkommen und mit Raumfahrttechnologien ihre eigene Industrie einmal ordentlich disrupten wollen. Und so haben wir uns quasi auch genauso breit im Kundenfeld aufgestellt. Das geht von Institutionen, beziehungsweise also wie die ESA zum Beispiel, die letztlich wiederum auch für Deutschland die ersten beiden Raketenstarts bei uns gekauft hat, die wir quasi in einem offenen Wettbewerb auch unter allen deutschen Small Launchern gewonnen haben und dann diesen Auftrag zugeschrieben bekommen haben. Auf der anderen Seite sind es ganz klassisch kommerzielle Kunden wie Spaceflight in den USA, also der größte Rideshare Broker der Welt, ExoTrail aus Frankreich, The Orbit aus Italien. Wir sprechen schon heute wirklich mit globalen Kunden und eben das Interessante ist, es sind nicht nur klassische Raumfahrtfirmen, sondern auch viele andere Firmen drumherum, die sich gerade überlegen, ihre eigene Satellitenkonstellationen zu bauen. Das fängt bei Automotive Playern an, das hört ich will nicht sagen, das hört auf, aber das geht dann quasi über bis zu Agriculture-Firmen, also wirklich Landwirtschaftsunternehmen, die sich überlegen, kann ich eine eigene Satellitenkonstellation bauen? Man sieht hier zum Beispiel auch John Deere als sehr, sehr gutes Beispiel, meiner Meinung nach, die gerade einen Request for Proposal gemacht haben für 1,5 Millionen Fahrzeuge, die connected werden sollen, direkt über Satelliten und Satellites IoT. Und das sind letztlich auch die Player, mit denen wir sprechen. Das heißt nicht immer nur klassische Raumfahrtunternehmen, sondern auch die Unternehmen, die Raumfahrt quasi im longer term im Blick haben. Wenn ich jetzt auch geografisch schaue, wir sehen unsere Competition gar nicht so sehr, ehrlich gesagt, innerhalb von Europa, sondern hauptsächlich in den USA. Warum das? Ich glaube, mittlerweile gibt es auf Papier irgendwo Größenordnung 200, vielleicht mittlerweile sogar auch schon mehr Launcher und Trägerraketenhersteller oder Firmen. Davon sind sicherlich, würde ich mal sagen, 90-95% der Firmen, die ausschließlich auf dem Papier bestehen. Und ich sage mal so Größenordnungen, 5 bis 10 Firmen, die wir dann aktiv tracken. Die meisten davon sind wirklich in den USA. Der große Hintergrund ist einerseits die Finanzierung. Wenn man am Ende des Tages auch einfach zu wenig Geld auf dem Konto hat, dann kann die Technologie noch so gut sein. Es ist am Ende des Tages einfach einer der Key-Elemente, die man haben muss, die man sicherstellen muss, dass man überhaupt eine Rakete mal aufs Launchpad bekommt. Andererseits sind auch oft mal große Aufträge von der amerikanischen Regierung dahinter. Das heißt, da ist das ganze Ökosystem enorm stark und da schauen wir natürlich gerne auch hin, wenn es um Competition geht. So ein bisschen so ein kleiner Seitenhieb auf die Konkurrenz in Europa. Aber ich habe gesehen, also Frankreich, weil du es erwähnt hast, ist ja extrem protektionistisch, was ihre Raumfahrtindustrie angeht. Dennoch hat die CNES im Juli 2022 mitgeteilt, dass ihr die Ersten sein werdet, die ersten Privaten sein werdet, die aus Kourou starten. Wie habt ihr das hinbekommen? Habt ihr Leute geschmiert oder die Franzosen, die waren ja extrem protektionistisch. Die haben ja vollkommen geschaut, dass ja niemand der Ariane oder der etablierten Industrie dort eine Konkurrenz macht. Wie habt ihr das angestellt? Also ich glaube, das ist tatsächlich eine der größeren Herausforderungen und um auf die allererste Frage zurückzukommen, was auch ich eigentlich mache, unter anderem genau solche Themen, schauen natürlich, dass wir quasi das
sag mal, den politischen Dschungel auch gewissermaßen navigieren können. Wir haben auch in unserem Leadership-Team den einen oder anderen Franzosen, unter anderem den Alex Dallonneau, der in Frankreich aus Kourou heraus die gesamten Launch Operations auch vorher für Ariane Space schon geleitet hat. Das heißt, für Vega, auch für Ariane 5 Starts, sowas hilft enorm, dass wir quasi hier wirklich das Know-how operativ bei uns mit dabei haben, wie man quasi Raketenstarts macht, wie sieht so eine Flight Safety Submission aus, was sind die ganzen Interface und Interface-Dokumente, die wir letztlich auch mit unseren Launch Ranges teilen müssen. Seit Französisch-Guyana ist ja für uns einer der beiden Standorte. Unser erster Standort wird in Norwegen sein, auf den Lofoten, wovon wir quasi auch gemeinsam mit der norwegischen Regierung quasi die ersten Starts machen werden. Das ist natürlich eine Herausforderung. Da bin ich auch der Meinung, muss Europa noch deutlich offener werden innerhalb. Ich bin da sehr, sehr stark der Meinung, dass wir nicht versuchen sollten, hier irgendwie Deutschland gegen Frankreich zu spielen, wenn weder Deutschland noch Frankreich ist groß genug, um hier auf internationalem Boden gegen die USA oder Indien oder China antreten zu können. Da glaube ich, ist es einfach enorm wichtig, dass wir uns, hinter dieselben Barrikaden stellen und schauen, wie wir gemeinsam erfolgreich sein können. Das Zeichen natürlich, dass CNES uns nach auch etwas längerer Verhandlung dann ausgewählt hat, als erstes privates Unternehmen, das quasi aus Kourou heraus starten darf, ist für uns natürlich eine große Ehre, zeigt aber auch wiederum einfach die Tatsache, dass das Know-how, das unser Team hier an Bord hat und in-house hat, enorm viel wert ist. Das heißt, auch solche Diskussionen können wir extrem schnell auf extrem hohem Niveau mit einer französischen Raumfahrtbehörde führen, die vielleicht auch andere Unternehmen nicht können, weil sie vielleicht auch das Know-how nicht in-house haben. Auch hier wiederum ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen wirklich das gesamte Know-how, das gesamte IP selbst besitzen. Wir wollen es verstehen, wir wollen nicht von anderen abhängig sein, damit wir auch genau solche Themen, integriert nach vorne treiben können. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Balance findet zwischen einer gesunden Konkurrenz an den Startanbietern und dass man sich trotzdem nicht die Ressourcen zu weit streut. Und ich denke, da gilt es dann, die richtige Balance zu finden. Und weil wir gerade bei der Infrastruktur sind, du hast gesagt, Andøya auf den Lofoten wird der Jungfernflug stattfinden. Und wie schaut es mit anderer Infrastruktur aus? Ihr seid in Ottobrunn heimisch und da ist euer Hauptsitz sozusagen. Wie schaut es aus mit S-Trains, Saxofort, die Nordsee und den Azoren? Habt ihr da noch irgendwas in den Startlöchern? Also wir haben, wir sehen uns als sehr, sehr europäisches Unternehmen. Ja? Das heißt, wir sind natürlich in München als Spin-off von der TU München heraus gegründet, sind auch hier letztlich groß geworden. Der Großteil unseres Teams ist auch hier, sowohl im Engineering als auch in der Produktion. Aber zum Beispiel unsere Raketentriebwerkstests machen wir in S-Range. Wenn es dann um die Startplätze geht, kommen dann auch wiederum andere Faktoren ins Spiel. Der eine Faktor ist, kann ich direkt am Meer starten oder quasi muss ich über bewohntes Gebiet drüber fliegen? Das ist zum Beispiel einer der Elemente, die bei Schweden noch ein großes Fragezeichen ist. Wird überhaupt eine Launch-Lizenz erteilt, wenn man eben über bewohntes Gebiet in Norwegen fliegt? Norwegen quasi einmal über Schweden im Norden drüber geht. Das andere ist Logistik. Wie schnell und wie einfach komme ich zu meinem Startplatz? Muss ich dafür auch etwas exportieren oder nicht? Das sind alles Fragestellungen, die man sich fragen muss. Und last but not least, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, welche Orbits kann ich von diesem Startplatz denn überhaupt erreichen? Das ist auch der Grund, warum für uns natürlich Französisch-Guyana unglaublich wichtig war, weil es eigentlich der einzige Standort ist, aus denen wir alle Inklinationen inklusive den niedrigen und mittleren Inklinationen erreichen können. Die sind hauptsächlich interessant natürlich für unsere Kommunikationskunden, das heißt Kommunikationssatellitenkonstellationen, sowohl von Norwegen als auch von UK, als auch von einer möglichen deutschen Offshore-Plattform könnte man ausschließlich wirklich in polare Sonnensynchrone oder aus Norwegen heraus auch noch zusätzlich in highly retrograde Orbits gehen. Das heißt, es war von uns von Anfang an bewusst, Norwegen ist quasi unser Startplatz für die einerseits ersten Raketen. Zweitens wollen wir da natürlich auch unsere Basis aufbauen und langfristig zweistellige Starts pro Jahr machen. Wir wussten aber auch, wir brauchen noch einen zweiten Startplatz, aus dem wir eben in die niedrigen und mittleren Inklinationen starten können.
Und auch hier wiederum mit Blick auf unsere Kunden ist das einfach enorm wichtig. Mittlerweile ist es sehr, sehr schön, dass wir zum Beispiel bei den Polaren Orbit sogar eine gewisse Resilienz aufbauen können. Wir können diese Kunden sowohl von Norwegen als auch aus Französisch-Guayana heraus starten. Auch das wiederum etwas, das für uns unglaublich wichtig ist, hier genau diese Infrastruktur zu sichern. Das heißt, auf das Launchpad in Norwegen haben wir exklusiven Zugang und das werden wir natürlich auch für unser eigenes Launchpad dann in Französisch-Guayana haben wollen auf dem Diamantpad. So, wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Da würde ich gerne zwei Punkte noch ansprechen. Wie schaut es aus mit der Wiederverwendbarkeit? Ich hab gehört, ihr seid in S-Range, arbeitet ihr daran, dass ihr eure Triebwerke relighten könnt? Wie weit seid ihr da? Wiederzündbarkeit ist ein Thema, das wir quasi bei den Triebwerken von Anfang an auch mitgedacht haben, das heißt das Zündsystem, auch letztlich wie die Komponenten quasi ausdesignt wurden, haben wir das von Anfang an mitgedacht. Genauso haben wir auch schon die ganze, ich sag mal, Launcher-Architektur von Anfang an so mitgedacht. Ja. Das heißt, wir haben auf der ersten Stufe 9 Triebwerke, auf der zweiten Stufe 1 Triebwerk. Mittlerweile ist die Konfiguration, glaube ich, relativ gut bekannt. Ich traue mich aber auch zu sagen, dass wir wahrscheinlich nach SpaceX einer der wenigen Unternehmen waren, die wahrscheinlich wirklich die Rechnungen angestellt haben, zum Schauen, was denn eigentlich Sinn macht. Das Optimum bei unserer Trägerrakete wäre tatsächlich 12:1 gewesen, rein technisch. Wenn man aber von einer ökonomischen Seite herankommt, weil das Raketentriebwerk als Einzelkomponente auf der Rakete das noch immer teuerste Element ist, drückt das quasi wieder die Anzahl runter, auch wenn man ganz leicht an quasi Performance und Effizienz verliert. Das heißt, wir sind da quasi bei 9:1 auch rausgekommen aus unseren Rechnungen. Die Konfiguration erlaubt uns auch quasi bei dem Re-Entry von einer Unterstufe und nur eins quasi der neuen Triebwerke zu zünden. Das heißt, wir können schon mal auf ungefähr 11% runterdrosseln, indem wir einfach nur eins statt eben den neuen Triebwerken zünden. Und Drosselbarkeit ist natürlich beim Triebwerk etwas, was nicht so straightforward ist. Da kommt man gerne mal vielleicht so in eine Größenordnung 60, 50, vielleicht, wenn man gut ist, auch 40% oder 30% runter. Alles, was dann darunter ist, ist schon enorm schwierig, dass einem wirklich nicht das Triebwerk dann um die Ohren fliegt. Über die Launcher-Architektur kann man das dann natürlich treiben. Und unser Launcher ist jetzt mit 1 Tonne Nutzlast in Orbit auch schon groß genug, dass wir auch zum Beispiel so ein Propulsive Landing machen können, ähnlich wie wir es von der Falcon 9 Trägerrakete kennen. Da bin ich jetzt auch der Meinung, das muss operativ und quasi auf operationeller Ebene sich finanziell rentieren. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich quasi ein enorm komplexes Wiederverwendbarkeitsverfahren habe, das mir dann wiederum viel Geld kostet. Und auch da wiederum ist es ein Thema, an dem wir im Moment arbeiten. Wir werden es nicht für die ersten, ich sag mal realistisch wahrscheinlich 10 oder vielleicht sogar 15 Flüge machen, einfach aufgrund dessen, dass wir schnell am Markt sein wollen. In dem Fall die einfachste Rakete ist quasi die nicht wiederverwendbare. Wie gesagt, diese Wiederverwendbarkeit ist aber schon in der Architektur von der ganzen Trägerrakete mitgedacht, dass wir dann quasi in einem Upgrade von unserer Unterstufe dann diese auch wiederverwendbar machen können. Wir sind da schon quasi ein bisschen drüber, aber wenn du gestattest, habe ich noch zwei fiese Fragen. Was bereitet dir im Moment am meisten Kopfschmerzen? Womit bist du am unzufriedensten? Was würdest du am liebsten ganz schnell verbessern? Die Lieferzeiten unserer Zulieferer. Okay. Also auch wenn wir mittlerweile 90 oder ich traue mich zu sagen über 90% in-house machen, fliegt dann die ganze Rakete dann doch nur, wenn man wirklich 100% der Komponenten hat und für gewisse Dinge macht es einfach gar keinen Sinn, die quasi selbst zu bauen. Ja? Das heißt, wir kaufen genauso unsere Elektronikchips dazu, wir kaufen genauso Sensoren, stark natürlich aus der Automotive-Branche und so weiter. Insgesamt von der Wertschöpfung haben wir fast alles in-house. Aber es bringt mir nichts, wenn mir eine einzige Komponente fehlt und die einfach dann Monate spät geliefert wird, dann fliegt das Ding ja trotzdem nicht. Das ist das, was mich wahrscheinlich im Moment am meisten nervt und wo ich natürlich dann, was für mich wiederum quasi eine Bestätigung dessen ist, dass wir eigentlich fast alles in-house machen. Also ich habe da am liebsten nur ganz, ganz wenige Zulieferer, von denen wir eine gewisse Abhängigkeit haben, am besten gar keine. Und Supply Chain Management ist schon eine Kunst in sich selbst, aber um auch hier sicherzustellen, dass quasi alle pünktlich liefern, das wäre einer meiner größten Wünsche. Ja. Und die letzte Frage, was sind die nächsten Schritte bis zum Jungfernflug? Ist 2023 noch realistisch? Ja, also wir haben in den letzten Monaten auch unsere sehr, sehr aggressive Timeline gehalten. Da bin ich auch unglaublich stolz auf unser Team. Wir kommen realistisch Ende diesen Jahres oder
gegen Ende dieses Jahres, quasi auch mit unserem Launcher aufs Launchpad und versuchen dann quasi auch dieses Jahr unseren Start zu machen. Intern gibt es dafür auch schon den Start, das Startdatum quasi unserer Launch-Campaign. Das heißt, das steht alles schon. Und jetzt versuchen wir wirklich über die nächsten Monate genau diese Timeline zu exekutieren, quasi auszuführen. Schon heute ist es ein realistisches Startfenster und ein Startdatum. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einfach noch einige Meilensteine, die wir erreichen müssen. Das heißt, jetzt über die nächsten Wochen oder Monate geht es dann in Richtung Fully Integrated Stage. Das heißt, die kompletten Trägerstufen zu integrieren, diese dann auch zu testen, gleichzeitig unser Launchpad fertig zu bauen, was auch in sich selbst wiederum ein enorm großes Infrastrukturprojekt ist. Und wenn man sich mal so das ein oder andere Infrastrukturprojekt anschaut, auch Bauprojekt am Ende des Tages, was es ja ist, dann merkt man schon, dass da nicht alles immer 100% richtig läuft. Das heißt, so schauen wir natürlich, dass wir möglichst unsere Margen letztlich noch vielleicht ausnutzen können, aber selbst mit denen sind wir noch bei einem Startdatum in 2023. Das heißt, es sind einige sehr, sehr spannende Wochen und Monate noch vor uns und dann sehen wir hoffentlich einen Erstflug dieses Jahr. Ja, cool. Vielen Dank, Daniel. Ich hab jetzt noch einige Fragen, aber die werden wir wohl wegstreichen müssen, weil die Zeit ausgegangen ist. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für deine Geduld und für deine Antworten. Das bedeutet sehr viel für die Community vor allem. Wir haben lange auf so ein Gespräch gewartet. Viele haben sich sehr darauf gefreut. Und ich glaube, das wird ein Hit. Ganz lieben Dank und freut uns natürlich auch dann in Zukunft die ein oder andere Einblicke zu geben, natürlich in ESA Aerospace. Deswegen, ich glaube, die nächsten Monate werden sehr, sehr spannend. Also stay tuned. Vielen Dank, Daniel. Danke für deine Zeit. Danke ebenso.